zum Restart nach der EM-Pause empfängt der HC Erlangen den TTV Lemgo-Lippe. Beide stecken im Abstiegskampf, beide haben eigentlich höhere Ziele. Und damit war klar, was da auf dem Spiel stand. Ausgeglichene Partie von Anfang an. Es war hart, es war intensiv. Und das war auch durchaus zu erwarten. Viele 2-Minuten-Strafen. Und dann kam beim HC Erlangen Jonathan Svensson gut in die Partie. Der Schwede, das war das große Problem der Erlanger im bisherigen Saisonverlauf, die Offensive. Die machen die wenigsten Tore ligaweit, haben die zweitschwächste Wurfquote. Und sie taten sich hier auch phasenweise im ersten Abschnitt schwer offensiv. Sutton auf der anderen Seite war bärenstark. Aber die Erlanger durchaus mit gelungenen Offensivaktionen auch zwischendrin. Insgesamt der TPV Lemgo-Lippe aber griffiger in der Offensive. Und deshalb auch verdientermaßen mit 2 Toren in Front nach den ersten 30 Minuten. Nochmal Sutton, der verwandelte alle 6 Würfe an diesem Tag. 15:13 nach den ersten 30 Minuten für den TPV Lemgo-Lippe, der in der Tabelle vor diesem Spiel 2 Punkte Vorsprung hatte auf den HC Erlangen. Die Erlanger waren aber schnell zurück in dieser Partie. Unter Druck, punktgleich mit Rang 17. Svensson, starkes Spiel vom Schweden. Und wenig später der HCE sogar in Führung. Und jetzt Achtung, absolutes Traumtor. Sutton auf 10. Herr Kemper, wunderbar. Ausgleich. Und es blieb durchgehend hochspannend in dieser zweiten Hälfte. Ein ganz heißer, ein ganz enger Fight. 10 Minuten noch. Crunch-Time. Lemgo mit einem in Front. Aber der HCE schafft wieder den Ausgleich. Wenig später dann allerdings Lemgo mit 25:22 in Führung. Der HCE nach einer Auszeit von Meyerhofer kam wieder zurück. Unentschieden. Und dann die Chance zur Führung für Svensson. Sensationsparade von Finn Zecher. Aber der HCE blieb im Ballbesitz, bekam wenig später den 7 Meter, 20 Sekunden noch. Christoph Steiner, der war nicht wirklich gut drin in dieser Partie, aber den machte. Sein wichtigster Wurf des Tages. Und der HCE mit einem 4-0-Lauf plötzlich wieder in Führung. Auszeit Kehrmann und sie hatten noch diesen einen Angriff. Aber 10. scheiterte an Obling. Die 5. und wichtigste Parade von Obling in dieser Partie. 10. verlegte insgesamt 6 Würfe und am Ende ein etwas glücklicher, aber super wichtiger Erfolg für den HC Erlangen. Glückwunsch, sie verschafft sich Luft im Abstiegskampf, die Erlanger.